Herzlich willkommen. Heute wollen wir einen Käsekuchen backen. Jawohl! Viele Leute denken, Käsekuchen geht so schwierig, leider falsch. Stimmt nicht. Also ich habe letztes Mal Mürbeteig gemacht. Komm mal her mit. Stopp, stopp, stopp. Wie lange braucht es, einen Käsekuchen zu machen? Wie lange kommt immer drauf auf die Höhe? Es gibt manche dünne Käsekuchen, mag ich nicht. Käsekuchen bedeutet für mich hoch. Wie lange der läuft jetzt? Ich habe meinen Ofen schon vorgeheizt. Ja, 125 Grad, 150. Bisschen vorgeheizt, Niedrigtemperatur fängt es an. Und ich habe bisschen oben das schöne Kruste bedeutet für mich. Ich habe Käsekuchen gelernt zu Hause von Mama und bisschen eigene experimentiert. Ja. Mürbeteig habe ich schon vorgemacht. Das ist Mehl, Butter, Zucker und Vanille. Geht einfach. Manche machen das flach, aber ich finde einfach hohe Käsekuchen frisch. Die ganze Vorwiege mag ich nicht. Käsekuchen besteht aus Quark. Manche tun Espermierer Beispiel nur mit Quark, ich tue mit Sahne, manche tun Puddingpulver rein, tue ich auch rein. Ja. Andere tun Zitronenschale rein, das ist Fantasie, bedeutet ich tue dann zwei Sahne rein. Ja, zwei Sahne. Hoppala. Zwei Sahne. Und das ist mein Geheimrezept. Ist ganz einfach. Und Eier. Manche tun Stärke rein, so wie Puddingpulver rein, weil es besser schmeckt und ein bisschen vanillig. Ja? In einem Quark für zu Hause finde ich einen Nachkocher. Quark, Schüssel rein. Zack, bumm. Na, da steht noch was. So, zack. Okay, und ich tue milde Joghurt rein. Ich hier 3,5 Fett nehmen oder 1,5. Geht eigentlich ratzfatz. Ja. Und Käsekuchen tue ich einfach, kann man auch mit Kirsche machen, ist auch lecker, oder mit Mandarine, habe ich auch schon gemacht, oder mit Mohn. Ja, ich habe daheim viel Käsekuchen gemacht, wo ich gibt so daheim bei meiner Mutter habe ich Käsekuchen gelernt, habe ich ja schon gesagt zu euch. Das ist jetzt 500 Gramm Magerquark. 500, Entschuldigung, 500 Gramm Magerquark, 2 Becher Joghurt. Und jetzt kommt Sahne extra, tun wir extra aufschlagen. Ja. Bedeutet, wird luftiger und cremiger. Andere tun rein leerer, das finde ich nicht top. Ja. Da gibt es auch manchmal Käsekuchenhilfe. Nehme ich auch, weil das ist Gefahr. Ich bin kein so Bäcker, ich bin Koch und Hobbybäcker. Ich mache auch manchmal ohne, aber es fängt ein bisschen weit runter. Manche schneiden das auch rein. Ja. Weit hoch, lecker. Und dann tue ich noch gerne einpieksen. Du wirst jetzt bestimmt wissen, warum, oder? Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, das bedeutet. Ich habe den Backofen Ober- und Unterhitze bedeutet. Oberhitze und Unterhitze. Quasi, und dann kommt da feuchte Luft auch noch rein, dass er schön backt. So.
Okay. Ich habe hier eine kleine Tüte. So, mal den Müll rein. Ordnung ist halbes Leben im Haushalt. So. Kann man den Mundteig einfrieren, kann man frisch machen. Mehl, 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, aber keine Rahmbutter oder schön, sondern ganz normale Zanella kann man auch nehmen. 200 Gramm Butter habe ich gesagt, 100 Gramm Zucker, ich tue noch ein bisschen Zitrone rein und Prise Salz. Du wirst bestimmt jetzt auch wissen, warum. Genau. Wegen Geschmack. Das ist nicht intensiv. Bisschen Prise Salz. Ja. Nicht viel, nur eine Prise. So, da kommt jetzt Puddingpulver rein. Vanillezucker. Bedeutet 500 Gramm, zwei Joghurt, tue ich schon vier Stück rein. Ja. Puddingpulver, Vanille, weil ich so Vanille ganz mag. Sie kennen auch ein bisschen Zitrone, schmeckt auch gut. Säure, säuerlich. So, Vanillezucker, ein bisschen Vanille ist, kann man auch ohne machen, wer sagt, er mag kein Vanille. Aber ich kenne keinen, wegen des mache ich das auch. Wie bist du drauf gekommen, heute Käsekuchen zu machen? Weil ich einfach gerne Käsekuchen mache, das ist, mein Lieblingskuchen, bedeutet... Gut, vorher hast du ja gesagt, du hättest das noch nie gemacht in deinem Leben. Habe ich auch noch nie. Weil ich dich überraschen möchte. Okay. Weil du auch ein bisschen was lernen willst und wir die anderen Leute möchten uns auch ein bisschen was beibringen. So, meine Spülablage. Muss ich noch heute Mittag ein bisschen spülen. So, Handholgerät. Ist das ein großer Aufwand, Käsekuchen zu machen, oder kann Nein. das wirklich fast jeder machen? Kann fast jeder. Einfaches Rezept. Nicht schüchtern sein, gar nicht. Also bist du der Meinung, dass Kochen und Backen jeder kann? Ja. Ich bin Koch, ja. Ich mach einfache Tricks. Einfach lecker, herzhaft. Kommt auch nur Zucker rein. Einer will nochmal zum Mitschreiben. 500 Gramm Quark. Zwei Becher. Joghurt, kleine, Sahne, 400 Milliliter kann man auch, 200 Milliliter kann man auch, 600 Milliliter, aber ich finde euer grundsätzlich, ja, und das langt die Masse. Und Zucker kommt ca. 100 Gramm rein, 120, 130, so, wie Geschmack. Ich tue rein. Ich probiere das später noch. Die Eier kommen erst ein bisschen später. Ich tue jetzt Sahne aufschlagen. Richtig cremig. Nicht flüssig, richtig cremig. Ist auch ein bisschen laut. Und wie lange dauert das? Circa
3-4 Minuten, aber keine warme Sahne nehmen. Bedeutet, warme Sahne schlägt nicht. Und warum? Wegen der Fetteingehalt, das muss kühl sein. Ja? Das wird flocker gemacht. Dann kommt oben kriselig wie Butter. Okay. Sahne wird Butter draus gemacht. Genau. Kannst du auch Red Bull selber machen? Red Bull kann ich nicht selber machen. Okay. Aber einen Werbevertrag hast du nicht mit Red Bull abgeschlossen. Nein. Das ist bloß ein T-Shirt. Abgeschmeckt, ja, ich mach kurz aus, dass ihr mich hört. Abgeschmeckt, ich muss bedenken, mehr rein, bisschen 130 sowas, ja, kann auch ein bisschen mehr werden, weil die Sahne schmeckt danach nichts und die Eier nehmen halt auch weg. Vielleicht sagst du noch, in welcher Stadt wir uns befinden. Was? Wo, in welcher Stadt wir uns gerade befinden. Damit es die Leute auch wissen, wo du her bist. Schwäbisch. Die Stadt heißt Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd. Im Ostalbkreis. Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis. Woran siehst du das? Die Festigkeit. So lang schlagen, die muss richtig fest sein. Das bringt Luft runter, cremiger.
dreiviertel, oder? Und eine Spitzhalbe. Aber es ist. Sieht man auch an dem T-Shirt dort. Ja. Mal kurz. Kommt langsam. Dauert aber doch länger als 4 Minuten. Ja. Aber ich dachte, der Tür, oder? Aber. Ich sag große Menge. Eins geht 4-5 Minuten. Aber das ist jetzt eine doppelte Menge. Dauert halt etwas länger. Tut mir leid. Fest genug? Nein. Woran siehst du das? Es ist die Molke getrennt worden. Seht ihr? Die ist am Arsch. Und jetzt? Was bedeutet? Bedeutet, muss man neu schlagen. Das passiert auch Profi. Die ist wirklich am Arsch. Scheiß. Fail. Schief gelaufen. Ich wollte euch zeigen. Ja. Hier halt zu kalt. Kann nicht liegen. Da tun wir dann Eiweiß rein.
kurz laufen lassen, dass das bis mal weggeht. Nicht fragen. Ja, kein fragen. Wir haben nochmal Sahne. Das kann manchmal passieren. Kann sein. Ah ja, die ist ja keine Sahne. Ach du Scheiße. Das ist keine Sahne, die hat nur 15% Fettanteil. Nur zum Kochen. Tja Leute, ihr seht, hier ist alles live, deswegen können auch Fehler passieren. Scheiße. Und das passiert aber bestimmt auch Profis. Zumindest mal in den Anfangsjahren. Tut mir echt leid, aber das da, ja, brauchen wir ja nicht wegschmeißen. Wir könnten mal ein Nudelgericht machen. Fettangehalt. Du willst schon weiterfilmen oder abbrechen? Weiterfilmen. Das macht überhaupt nichts. Sahne kann man auch rein tun, ja. Ich kann auch schlagen, wie ich will. Das Fett hat sich leider getrennt. Mit 15% Fettgehalt kann man nicht aufschlagen, ist zu wenig Fett. Kann man auch erklären. Ja, klar. Immer 30% Fettangehalt habe ich nicht drauf gelesen. Jemand hat einen Schwachkopf das falsch gekauft. Und ich habe gedacht, das ist 30%. Tja, wer war wohl der Schwachkopf? Oh Gott, und ich kann schlagen, wie ich will. Heide, nein. Alle Trainer? Bedeutet Eiweiß? Du fragst jetzt bestimmt, was gleich wie viele Eier, ne? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Wie viele Eier gehören da rein? Bedeutet 6 bis 7 kann man immer unterschiedlich. Ja, kommt auch vor allem auf die Masse. Wenn jetzt ein bisschen Sahne drin ist, kommt der Ido dann ein Ei mehr rein. Ja, normalerweise tue ich auch Sahne rein, aber jetzt kann ich gerade nicht. Ja. Jetzt machen wir anderes. Bisschen. Das ist dann Eier aufschlagen für Profis. Eier schlagen auf Profis, kann man nicht sagen. Ich bin nur ein kleiner Beikoch. So. Jetzt haben wir 4 Eier. Machen wir jetzt Nummer 1. Die Sahne immer 30% nehmen, aufschlagen, reintun mit die Masse, aber nicht gleich rein, bedeutet, ich tue jetzt quasi das Eiweiß aufschlagen und Sahne tue ich in den Kühlschrank rein, ja? Bedeutet, Sahne und Eiweiß zusammen aufschlagen. Ich mache kurz wieder meine Hände sauber. Bedeutet Eiweiß zusammen aufschlagen, Sahne und aufschlagen. Ist richtig fest, kurz davor. Nicht kurz davor wie Butter, aber Festigkeit, ja. Und Kühlschrank rein. Und dann mit rein und Eiweiß. Nicht ganz stark drunter haben, das muss lockig sein, dass es sehr luftig ist. Und jetzt nochmal 4 Minuten rühren. 5 Minuten. Und hier tue ich ein bisschen Prise Salz. Jetzt fragt ihr sich warum, weil es besser aufgeht. Eiweiß besteht Wasser.
aber nicht mit Kupplei. Okay. Durch Probe. Okay. Fertig. Besteht jetzt nicht. Ich kann über Kameranheber oder über mich. Ja. Hebt. Sehr schön. So muss Eiweiß sein. Zeig kurz. Und Eiweiß ist drin. Und ich kaufe rum. Okay, perfekt. Perfekt. Und das da vermischen. Langsam. Und dann zum Schluss. Hebt mal kurz auf. Mehr so gut. So. Und jetzt wird Schnee bitte nehmen. Und dann Eiweiß runter. Und jetzt wird normalerweise Sahne. Sieht aus wie Eis. Oder wie Sahne. Ja. Und jetzt wird drunter heben. Wie drunter heben? Das ist drunter heben. Ach so, okay. Bedeutet langsam, nicht stark, vorsicht. Und das ist locker. Die Masse ist geil. Lecker. Was? Teigscherbe.
Und nicht gar nicht lang rum, das muss luftig sein. So. So. Und das kommt jetzt in den Backofen rein. Das kommt in den Backofen, wieder ein bisschen verschütteln. Aus welchem Grund? Dass es gleichmäßig ist. Wenn man will, kann man ein bisschen mandeln, aber täte ich nicht, dass die verbrennt. Okay. Untere Stufe. Aber. Okay. So, und der bleibt jetzt über halbe Stunde so, die Temperatur. Und dann wird es immer höher gestuft. Der muss jetzt stocken. Das war's. Sehr schön. Damit verabschieden wir uns von Jochens Kochshow Teil 1.